Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die BTK-Box von King Khalil. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. King Khalil mit BTK, das Ganze heute am 1. Februar 2019 erschienen. Wir machen mal die Folie ab und schauen uns das Ganze im Detail an. So, einmal hier einstechen und dann hier aufziehen. So, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier einmal den Interpreten King Khalil vor einem roten Audi. Das dürfte ein R8 sein, wenn ich mich nicht täusche. Und wir haben hier im Hintergrund ein Kino, und zwar das Kino, also mit zwei Qs hier geschrieben, nettes Wortspiel. Dann lesen wir hier, Team Kuku präsentiert King Khalil BTK. Darunter haben wir dann auch noch das Nummernschild BTK361. Also BTK, dieses Akronym steht für Berlin-Team Kuku, kann man hier entsprechend auch gut als Nummerntafel verwenden. Und dann haben wir noch die Zahlen 361 dahinter, die hier auf Kreuzberg verweisen. Hier im Hintergrund gibt es auch noch Poster, sowohl von Team Kuku als auch von Khalil. In diesem Fall noch mit der alten Phrasen. Und ansonsten nichts weiter zu sehen. Auf der linken Seite haben wir hier eine kleine Macke, aber wir haben hier einmal Team Kuku, darunter der Berliner Bär, das Ganze in so einem Weinrot und Schwarz gehalten. Die Vorderseite nur in diesem Weinrot. Auf der rechten Seite haben wir dann nochmal hier groß das Nummernschild. Sehr schön gemacht. Auch wieder Weinrot und auf der Unterseite das Ganze schwarz und rot. Team Kuku. Und dann haben wir hier so leere Sitze. Also als würden hier irgendwie die Leute auf die Vorstellung warten. Der Kinosaal ist leer. Entweder schon wieder leer oder noch leer, man weiß es nicht genau. Und dann haben wir hier noch Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Die Box ist etwas speziell vom Design, von der Gestaltung her, denn wir haben hier so einen, ihr hört das, Magnetverschluss. Und somit geht die Box dann hier oben aufzuklappen. Allerdings nur der Deckel, die Wände sind hier wirklich fest. Wir haben hier einmal eine Autogrammkarte. Dann haben wir hier Bonus-EP Nummer 1, die Kuku-EP. Dann haben wir hier Bonus-EP Nummer 2, die 12 EP. Das Album an sich, BTK. Einen BTK Schlüsselanhänger. Ein T-Shirt. Und ein Poster. Und zum Abschluss gibt es noch ein paar Beutel. Gut, von innen die Box auch wieder komplett in diesem Weinrot gehalten. Machen wir mal zu und packen die zur Seite. Und nachdem hier viele Sachen noch eingeschweißt sind, werden wir die mal rausholen. Okay, also einmal das Shirt. So. Dann haben wir diesen Schlüsselanhänger. Und das Album an sich. Das hier etwas, ja, aber jetzt schwierig zu öffnen. So, aber jetzt. So sieht das Ganze aus. Also das Cover ident wie auch schon das Boxcover. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier lesen wir dann auch wieder Team Kuku, schwarz und weiß. Auf der Seite lesen wir King Khalil BTK. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 15 Tracks an der Zahl. Und wir haben in diesem Fall Features von, hier kann man das sehen, Laruso, Lilano, Sami, Paiman und Beto anonym und nochmals Beto.
Sehr schön. Auch hier wieder Credits und Barcode. Also die CD gibt es auch so regulär, ohne die Box zu kaufen, rein nur die CD. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal Khalil am Rauchen. Die ersten drei Tracks hier mit den Infos, wer das Ganze produziert hat, beziehungsweise wer gemixt und gemastert hat oder gefeatured wurde. Das Design zieht sich jetzt so durch. Genauso wie hier das Thema Rauchen. Weitere Fotos, in diesem Fall Khalil mit einem Chile-Dress. Weitere Tracks. Jawohl. Dann in diesem Fall hier mit einem, ist jetzt die Frage, ja, das ist Chelsea auf jeden Fall. Nochmal drei Tracks. Dann haben wir hier noch die Infos zum Cover bzw. zum Artwork des Booklets. Und dann hier nochmal ein Foto mit Bayern München Dress oder Trainingsanzug. Also King Khalil hier sehr im Fußballmodus. Team Kuku. Dann werfen wir mal einen Blick auf die CD. Die ist in Schwarz und Rot gehalten. Farbtechnisch sehr schön. So sieht das aus. King Khalil BTK. Rückseite glattschwarz. Damit nicht genug. Wir haben hier dann noch eine Bonus-EP von Khalil. Und zwar die Kuku-EP. Sieht so aus. Auch hier wieder wird geraucht. Auf der Rückseite haben wir dann 5 Tracks an der Zahl. 2 davon mit Features. Und zwar einmal Lil Lano und, mehrere Features. Wir haben hier 3 Tracks mit Features. Und zwar K.A., ebenfalls bei Team Kuku. Dann haben wir Lil Lano und MO030 und dann nochmals Lil Lano und Trippy Boy. Gut, dann schauen wir mal die CD an. Die sieht so aus, rot, schwarz und weiß und kommt in einer Papphülle, in einem Digisleeve. CD Nummer 3 ist eine weitere Bonus-EP und zwar ist diese von KA, der ja auch bei Team Kuku unter Vertrag ist. Das Ganze nennt sich 12 EP, kommt auch in einer Papphülle. Und hier haben wir dann nochmals 5 Tracks. Also wir haben hier Features von AP und Beto, nochmals AP und nochmals Beto. Also die Features komplett labelintern bei Team Kuku. 5 Tracks obendrauf. Eine Autogrammkarte ist auch mit dabei. Hier im Hochformat das Cover nochmals und hier dann mit schwarzem Edding King Khalil unterschrieben. Rückseite wie auch schon auf dem Album bzw. auf der Box mit diesem leeren Kinosaal. So sieht das aus. Ein Poster einseitig bedruckt. Und zwar haben wir hier, jawohl, dieses Dress hat im Booklet noch gefehlt. Hier haben wir dann Paris Saint-Germain. Jawohl. Auch hier wieder Khalil im Fußballmodus, das Ganze im Hochformat und eben einseitig bedruckt. Dann haben wir noch mit dabei ein kleines Plastikbeutelchen und zwar sind in diesem, das ist auch spannend, also dass man Beutel in einem Beutel verpackt. Wir haben hier 4 Beutel, die in diesem hier waren, also insgesamt so 5 kleine Druckverschlussbeutel, auch nochmal mit Team Kuku Label Branding. So sehen die aus. Durchsichtige Beutel mit schwarzem Team Kuku Aufdruck. Da kann man allerlei reinmachen. Ein Schlüsselanhänger in Rot ist auch noch dabei. Wieder in dieser Nummernschildoptik. Berlin Team Kuku 361. Kann man sich natürlich schön an den Schlüssel oder wo auch immer dran machen, hier mit diesem Ring. Und dann hat man das Nummernschild hier immer mit dabei. Und zum Abschluss haben wir dann noch ein Shirt. Und zwar ist dieses, wie zu erwarten, auch wieder in dieser Nummerntafeloptik. King Khalil BTK 361, auch hier wieder zu lesen. Deutsches Nummernschild, Berlin, Team Kuku lesen wir dann auch hier noch. Jetzt kann ich euch diese Plaketten, diese Stempel auch nochmal genau zeigen. Also hier lesen wir dann Team Kuku präsentiert, King Khalil und darunter Berlin, Team Kuku. Mit dem Berliner Wappen. Neckprint haben wir in diesem Fall keinen.
Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Premium Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und auch wenn das jetzt in meiner Box nicht drin war, aber ich werde es euch auf jeden Fall kurz sagen, damit ihr wisst, was in dieser Box noch drin sein könnte, wenn ihr die Box kauft. Es gab in einer der Boxen, ich weiß leider die Auflage nicht, aber in einer der Boxen gibt es ein Gewinnspielticket. Und zwar kann man mit diesem Gewinnspielticket entscheiden, für welchen wohltätigen Erlös, für welchen wohltätigen Zweck der gesamte Erlös der Boxen gespendet wird. Bedeutet, die gesamten Einnahmen, die Team Kuku anhand dieser Box macht, also mit den verkauften BTK-Boxen, das Geld, das verdient wird, das kann man dann mit Hilfe dieses Gewinnspieltickets spenden. Bedeutet, ihr sucht euch irgendeine anerkannte Spendenorganisation, ein Tierschutz, ein Kinderhilfswerk, irgendwelche Sachen raus. Und dann könnt ihr, wenn ihr dieses Ticket bei euch vorfindet, wirklich den gesamten Erlös dieser Boxen spenden. Also, wenn das wirklich so gemacht wird und wenn das wirklich so durchgezogen wird, also Hut ab, absolute Ehrenmann-Aktion, Respekt davor. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L, dann diese 5 Druckverschlussbeutel, der BTK-Schlüsselanhänger, das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat, die unterschriebene Autogrammkarte, die Bonus-EP von KA, die 12 EP mit 5 Tracks, die Bonus-EP von Khalil, Kuku-EP mit ebenfalls 5 Tracks und natürlich das Album BTK mit insgesamt 15 Tracks. Bedeutet, wir kommen auf insgesamt 25 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box BTK von King Khalil. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr King Khalil unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.